Ja, hallo zusammen. Ich möchte euch heute mal meinen T4 vorstellen, den ich mir jetzt angeschafft habe und letztendlich umbauen möchte, so als Freizeitmobil, / Camper, sage ich mal. Der Gute ist von 2001, hat jetzt 157.000 Kilometer gelaufen mit dem 2 Liter Benziner Motor 84 PS. Ist ein sehr entspanntes Fahren mit dem Fahrzeug. Wie ihr seht, ist auch der Laderaum getrennt vom Fahrgastraum. Ob ich das so lasse oder nicht, bin ich mir noch nicht schlüssig. Aber mir ging es darum, dass das Fahrzeug einen sehr guten Pflegezustand hat und die Kilometer auch nachweisbar sind. Er hat natürlich auch hier und da seine Schrammen, wie ja alle Fahrzeuge, die 17 Jahre alt sind. Das lässt sich ja nicht ganz vermeiden. So, und das ist natürlich jetzt die große Überraschung für die meisten. Es handelt sich um einen ehemaligen Leichenwagen. Das Ganze muss noch rausgebaut werden. Und hinter diesen Holzpaneelen, werde ich euch mal zeigen, kann man einfach hier oben öffnen. Dort auch. Das Ganze rausnehmen und man hat die Fenster. Ich werde es jetzt erstmal zur Zeit drinnen lassen, weil ich mir noch nicht ganz schlüssig bin, wie ich das Ganze nutzen werde. Ob ich die Tafeln anstelle einer Scheibentönung nehme und da eventuell sogar eine Solarpaneele hinterbaue oder ähnliches. Ansonsten gibt es jetzt erstmal nicht ganz viel zu sagen. Alles Weitere, was noch kommen wird, werdet ihr dann hier auf diesem Kanal sehen. Also, wenn ihr Interesse habt, bleibt dran und schaut euch die weiteren Videos an. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr nichts. Wenn es euch gefällt, könnt ihr gerne einen Daumen hoch geben. Wenn nicht, natürlich auch einen Daumen runter, was ich schade fände, aber Geschmäcker sind verschieden. Also, macht's gut, euer Markus.